So, dann beginnen wir mal. Liebe Studierende, liebe Erstsemestrigen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Instituts für Germanistik zu unserer digitalen Begrüßungsveranstaltung, in dem wir Sie ganz herzlich willkommen heißen möchten, in dem wir das Institut und die Mitarbeitenden vorstellen möchten. Es ist völlig klar, dass wir Sie gerne auf anderem Weg als auf diesem digitalen Weg begrüßt hätten. Wir hätten Sie gerne in einer Präsenzveranstaltung persönlich willkommen geheißen. Das ist jetzt nun aber aus den uns allen bekannten Gründen nicht möglich. Aber vielleicht hat es ja auch Vorteile. Denn viele von uns, die Sie jetzt hier sehen, sind im Moment gar nicht in Dresden. Und auch von Ihnen werden vielleicht nicht alle in Dresden sein. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit, uns auf diesem Wege zusammenzufinden und auch die Abstandsregeln einzuhalten, ist uns unter diesen Bedingungen natürlich ein leichtes. Und eigentlich kann man es auch so sehen, dass gerade Sie als Erstsemestrige vielleicht auch auf eine Art besonderes Glück haben, dass Sie jetzt Ihr Studium beginnen und nicht vor 6 Monaten. Denn wir Lehrenden, wir hatten alle jetzt 6 Monate Zeit, ausführlich uns in digitaler Lehre zu üben. Wir haben viele Lösungen und Routinen und Skills entwickelt, die wir so vor 6 Monaten noch nicht hatten. Wir haben einiges ausprobiert, haben sehr, sehr viel gelernt. Und was vor einem halben Jahr vielleicht noch holprig lief, wird uns in diesem Semester ganz sicher gelingen. Und wir sprühen alle vor Ideen für unsere Vorlesungen, für unsere Übungen und Seminare. Ich habe mich jetzt gerade in den letzten Tagen doch wieder viel mit direkten Kolleginnen hier in der TU Dresden, aber auch andernorts ausgetauscht. Und da sind wirklich tolle Dinge, die jetzt entstehen, auf die Sie sich wirklich freuen können. Also was haben wir heute vor? Wir werden, wie gesagt, das Institut für Germanistik vorstellen. Sie sehen hier vorne jetzt sichtbar meine geschätzten Kolleginnen, die die einzelnen Professuren repräsentieren. Die werden sich dann nacheinander vorstellen. Und danach werden wir die Runde öffnen. Wir werden dann auch die Aufzeichnung stoppen und Sie haben dann die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich möchte besonders hervorheben, dass Johanna Kehr auch heute da ist. Das ist unsere Studienfachberaterin, die, da warten noch welche, sehe ich gerade, die lasse ich mal noch alle zu. Das ist unsere Studienfachberaterin, die Sie vielleicht schon kennen aus den tollen Einführungsvideos, in denen sie die Studiengänge vorgestellt hat. Und wenn da immer noch Fragen offen geblieben sein sollten, haben Sie nachher die Gelegenheit, die an Johanna Kehr zu stellen. Wie wir das Format dann genau machen, dazu sage ich Ihnen später noch was. Wir werden das wahrscheinlich chatbasiert machen. Also, das ist das Institut von außen, die Fakultät für Literatur und Kulturwissenschaften, an dem unser Institut angesiedelt ist. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker. Ich bin Professor für angewandte Linguistik und zugleich auch der geschäftsführende Direktor. Meine Kollegin Dorothee Wieser ist die stellvertretende Direktorin und Johanna Kehr habe ich schon erwähnt. Sie finden diese Informationen und auch alles weitere wichtige und auch aktuelle immer auf der Homepage des Instituts, die Sie sich aber auch sicherlich schon angesehen haben. Zur Struktur unseres Instituts möchte ich ganz kurz Ihnen diese Grafik zeigen. Wir sind aufgeteilt in 3 Fachbereiche, Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und Fachdidaktik, die durch die hellblau hervorgehobenen Professuren vertreten sind. Und ich möchte da jetzt gar nicht viele Worte verlieren zu diesem Überblick, sondern möchte jetzt der Reihe nach den Vertreterinnen und Vertretern das Wort übergeben. Und wir beginnen mit der Professur für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur. Jetzt habe ich mich freigeschaltet. Ja, dann öffne ich den Reigen hier. Guten Tag allerseits. Mein Name ist Albrecht Röse. Ich bin Mitarbeiter an der Professur für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur von Frau Professor Dr. Marina Münkler. Wie die Benennung der Professur anzeigt, ist unser Fachgebiet die Literatur von ihren Anfängen um 800
bis ins 16. Jahrhundert hinein. Und das ist ja ein sehr großes und sehr vielfältiges Arbeitsgebiet, ein breites Spektrum von Texten, das wir damit abdecken. Dabei zählt, und das möchte ich hervorheben, neben der Literatur auch die Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit zu unserem Arbeitsbereich. Das heißt, es geht uns nicht nur darum, diese Texte zu lesen, sondern sie auch auf ihre Kontexte zu beziehen, auf ihre sozialen und kulturellen Kontexte, auf diese Weise sie besser zu verstehen und einzuordnen. Daraus ergibt sich, das werden Sie hoffentlich sehen, eine Fülle von spannenden Fragen und Themen von manchmal überraschender Aktualität. Im Hinblick auf die Kooperation möchte ich noch hervorheben, dass die Professur mit einem Teilprojekt im Sonderforschungsbereich 1285 vertreten ist. Das ist der SFB Invektivität, das heißt, da geht es um Beleidigung und Herabsetzung und Schmähung. Ein aktuelles Thema, wie ich glaube, und wir packen das historisch an und versuchen das in die Lehre hinein zu vermitteln. In diesem SFB arbeite ich auch selber mit. Sie werden aber nicht gleich auf mich treffen, sondern zunächst einmal auf den Kollegen Dr. Malcher im Basismodul, und der wird auch die Einführungsvorlesung halten. Dann sicherlich auf Frau Professor Münkler in der thematischen Vorlesung und im einen oder anderen Seminar, was Sie dann im Rahmen des Grundstudiums besuchen. Ja, soweit von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, Albrecht Dröse. Und wir gehen weiter zur Professur Medienwissenschaft und Neue Deutsche Literatur. Bernhard Stricker sollte sein Mikrofon noch anmachen. Jetzt müsste man nicht hören. Ja, bitte. Ja, prima. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Bernhard Stricker. Ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Professur für Medienwissenschaft und neuere deutsche Literatur. Und ich darf Sie auch im Namen des Inhabers der Professur, Professor Dr. Lars Koch, ganz herzlich willkommen heißen und Ihnen einen guten Studienstart wünschen. Bei uns an der Professur für Medienwissenschaft und neuere deutsche Literatur werden Sie mit neuerer deutscher Literatur zu tun haben. Das ist Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Aber ähnlich wie Albrecht Dröse es schon für die ältere deutsche Literatur festgestellt hat, interessieren auch wir uns nicht für Literatur in einem engen Sinne von literarischen Texten, sondern vertreten ein weites Kultur- und medienwissenschaftliches Verständnis von Literatur. Und dementsprechend zählen zu unserem Forschungs- und Untersuchungsfeld auch kulturelle Phänomene aller Art, sowie neuere Medien, Film, Rundfunk, mag man vielleicht schon nicht mehr als ganz neu zählen, aber auch soziale Netzwerke und Medien aller Art. Damit werden Sie im weiteren Verlauf Ihres Studiums in Berührung kommen bei uns. Mich werden Sie zunächst kennenlernen, näher im Basismodul Literatur und Kultur NWL, schon im ersten Studienjahr, entweder im ersten oder im zweiten Semester, werden Sie bei mir die Einführungsvorlesung hören und eine begleitende Übung suchen. Darauf freue ich mich schon, Sie dann dort näher kennenzulernen. Bis dahin erstmal einen guten Studienstart. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank, Bernhard Stricker. Ich übergebe an die Professur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Rainer, ich würde mich kurz vordrängeln. Mach nur. Ja, okay. Also mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Herzlich willkommen in Dresden. Die Sprachwissenschaft oder die germanistische Sprachwissenschaft ist ein Teilbereich innerhalb der Germanistik, der sich in der Linguistik vor allen Dingen um die Kerndisziplin und die Sprachgeschichte bemüht. Und meine Aufgabe ist im Wesentlichen die Ausbildung in den höheren Studiensemestern. Also mich persönlich werden Sie ab dem zweiten Studienjahr sehen können oder mir begegnen können. Meine andere Aufgabe ist die des Studiendekans im Moment der Fakultät. Und in dem Kontext sind wir uns vielleicht im Verlauf der Erstsemester-Einführung schon häufiger über den Weg gelaufen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hoffe, Sie steigen gut in das Studium ein. Und Details zur Einführung gibt jetzt noch Ihnen Rainer weiter. In meinem Bild ist er unter mir. Ich bin auch oben. Meine Damen und Herren, Sie werden mich kennenlernen in den nächsten Wochen. Ich werde die Lehrveranstaltung Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
leiten. Dazu gibt es die Vorlesung und es gibt die Einführungskurse. Und von mir nur erstmal gesagt, schreiben Sie sich in die Einführungskurse ein, schreiben Sie sich in die Vorlesung ein, selbst wenn das manchmal nicht ganz so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Das System hängt manchmal. Schreiben Sie sich ein. Sie bekommen von mir in der nächsten Woche den Zugang zu den Lehrveranstaltungen per Mail. Ja, wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielen Dank. Und damit übernehme ich das Wort zur Professur für angewandte Linguistik. Ich bin, wie gesagt, der Inhaber dieser Professur. Angewandte Linguistik ist sozusagen das komplementäre Gegenstück zu dem, was die Kollegen gerade vorgestellt haben. Wir kümmern uns um Anwendungsbereiche der Linguistik, also was kann man mit linguistischen Erkenntnissen anfangen für praktische Anwendungen. Es geht aber auch insbesondere um einen besonders funktionalen, praxisorientierten Blick auf Sprache. Und da kümmern wir uns um so Praxisdomänen wie zum Beispiel Sprache in der Politik, Sprache in sozialen Medien, Sprache im Wissenschaftstransfer. Das sind Themen, mit denen wir uns in Forschung und Lehre auseinandersetzen. Sie werden mich zum nächsten Mal sehen als Lehrperson im zweiten Semester, wenn Sie das Basismodul Einführung in die angewandte Linguistik besuchen. Da werden Sie dann auch meine Kollegin Regina Bergmann kennenlernen und hoffentlich dann die anderen auch noch im weiteren Verlaufe Ihres Studiums. Und damit gebe ich weiter an die Professur Deutsch als Fremdsprache. Ich bin gebeten worden, Sie explizit vorzustellen als das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Bitte sehr, Michael. Wir können dich noch nicht hören. Nein. Okay. Kann jemand von euch? Ich könnte übernehmen, wenn das in Ordnung ist. Ich bin Sarah Luchse-Hecker und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Deutsch als eine Juniorprofessur für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und werde im Basismodul Deutsch als Fremd- und Zweitsprache unterrichten. Dieses Seminar werden Sie wahrscheinlich ab dem zweiten Semester besuchen können. Und die Professur hat inne momentan Michael Dobstadt, der jetzt gerade leider tonliche Probleme hat, aber den Sie sicherlich noch kennenlernen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache verbindet sich die Perspektive im Ausland und im Inland auf Deutsch zu unterrichten, und zwar an Schulen, an Universitäten oder eben an außerschulischen Bildungseinrichtungen. Und im Zentrum steht dabei die Beschäftigung mit der deutschen Sprache und den deutschsprachigen Gesellschaften. Immer ausgehend eben von der Frage, wie Lernende Zugang zu diesen Gesellschaften gewinnen können und wie man sie dabei unterstützen kann. Damit sind zahlreiche spannende und auch aktuelle, auch gerne mal kontroverse Fragen und Themen angesprochen, wie zum Beispiel Sprache und Gesellschaft, Sprache und Kultur, Sprache und Integration, Sprache und Bildung oder eben Sprache und Macht. Die Professur hat darüber hinaus eine ganze Reihe von Kontakten auch ins Ausland, wie Sie bemerken werden. Wir haben Kontakte nach Mexiko, nach Paraguay, in die Russische Föderation oder nach Südafrika, um nur einige wenige jetzt zu nennen. Und an der TU Dresden arbeiten wir auch sehr eng mit dem Zentrum für Integrationsstudien zusammen. Das heißt, wir veranstalten regelmäßig Ringvorlesungen mit diesem Zentrum und haben dabei Themen beispielsweise wie Sprache und Macht oder auch Mehrsprachigkeit. Auch in diesem Wintersemester, darauf möchte ich Sie hinweisen, findet eine Online-Ringvorlesung statt zum sehr, sehr spannenden Thema Bildungssprache. Mit unseren Lehrveranstaltungen sind wir auch im Fachbachelor, in den Lehramtsstudiengängen, und zwar in allen Lehramtsstudiengängen, sowie im Master Europäische Sprachen, der EUROS Master, vertreten. Und mit diesem Master können Sie sogar mittlerweile, das ist ganz, ganz neu, einen vollwertigen DAF-DATS-Abschluss erwerben.
Das ist eine wichtige Voraussetzung, etwa um sich beim DRAD, also beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, auf eine Sprachassistenz oder auf ein Lektorat hin zu bewerben. Besonders hinweisen wollen wir Sie jetzt zum Ende hin nochmal auf das Erweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache. Das ist eine sehr, sehr spannende Möglichkeit für Sie als Lehramtsstudierende. Wenn Sie das Fach neben Ihren beiden Lehramtsfächern studieren, sind Sie sehr, sehr gut vorbereitet auf Ihre Aufgabe als Fachlehrerin in einer immer vielsprachigeren Gesellschaft. Wir freuen uns auf Sie in den kommenden Jahren und Monaten. Vielen Dank, Larissa Hecker. Und wir geben weiter an die Professur für neueste deutsche Literatur und Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Dorothee, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Dorothee Wieser, wie Sie hier lesen können, und vertrete eben die Professur für neueste deutsche Literatur und Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Wie aber ja auch die Übersicht, die Simon Meyer-Fiaker gezeigt hat, schon deutlich gemacht hat, liegt der Schwerpunkt unserer Professur auf der Fachdidaktik. Das heißt, meinem Team und mir werden vor allen Dingen diejenigen unter Ihnen begegnen, die einen Lehramtsstudiengang studieren, und zwar diejenigen, die gymnasiales Lehramt studieren oder Oberschule oder eine berufliche Fachrichtung. Das thematische Profil unserer Professur ist sehr weit gespannt. In der Lehre decken wir wirklich alle Themen der Sprach- und Literaturdidaktik ab, wobei es dabei weniger um Tipps und Tricks für guten Unterricht geht, also nicht nur um methodische Fragen, sondern auch um ganz grundlegende Aspekte wie eben Leseverstehensprozesse, Fragen der Lesesozialisation oder auch die Schreibentwicklung. In der Forschung liegt ein Schwerpunkt auf der LehrerInnenforschung. Hier geht es beispielsweise darum, zu untersuchen, welche Vorstellungen LehrerInnen haben bezüglich der Vermittlung von Gattungswissen im Literaturunterricht oder auch, welche Instrumente LehrerInnen unterstützen können, Abiturklausuren, die sie ja vor nicht allzu langer Zeit geschrieben haben, objektiver und reliabler zu bewerten. Und mit Blick auf die Schülerinnen beschäftigen uns Fragen wie entwickelt sich das Metaphernverstehen oder welche Leseprozesse laufen bei dem materialgestützten Schreiben ab. Ganz besonders hinweisen möchte ich Sie auf ein spezielles Angebot unserer Professur, nämlich das studienbegleitende Angebot Theater sehen, spielen, denken, das wir hoffentlich weiterführen können. In diesem studienbegleitenden Angebot, was 3 Module umfasst, können Sie eben sich weiter qualifizieren im Bereich der Theaterpädagogik, um dann eben an den Schulen entsprechende Angebote auch unterbreiten zu können. Wir werden uns jetzt nicht am Anfang begegnen, sondern erst im zweiten Studienjahr, aber darauf freue ich mich schon jetzt. Haben Sie einen guten Start. Vielen, vielen Dank. Also jetzt haben Sie mal gesehen, das breite Spektrum, das hier in der Germanistik, in der Lehre bedient wird. Wenn ich das so höre, dann bekomme ich fast Lust, mich nochmal einzuschreiben und das alles nochmal von Grund auf zu hören. Das ist doch wirklich beeindruckend, finde ich, in welcher Bandbreite hier Themen aus der gesamten Germanistik angeboten werden. Also da können Sie sich wirklich auf was freuen. Ich möchte überleite zum Thema Studienfachberatung, möchte ich noch Sie auf die Matrix hinweisen. Sie haben das vielleicht schon gesehen auf der Landingpage der Fakultät. Matrix ist ein Chatprotokoll, was hier an der TU Dresden gehostet wird. Ganz viele Lehrveranstaltungen laufen parallel auch noch über die Matrix, und es gibt da eben diesen zentralen Informationskanal der Fakultät SLK, Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften. Unter dem Link, der hier eingeblendet ist, können Sie sich mit Ihrem ZIH-Login dort einloggen, und es ist für Sie wichtig und auch für uns wichtig, dass Sie auf diesem Wege erreichbar sind, weil wir da aktuelle Informationen sehr gut an Sie weitergeben können. Also das meine herzliche Bitte, auch im Namen des Studiendekans Alexander Lasch, dass Sie sich dort bitte anmelden. Und wenn Sie einmal angemeldet sind, werden Sie sehen, es ist einfach und selbsterklärend. Alles, was Sie sonst von WhatsApp kennen und so weiter, ist in der Matrix auch verfügbar. Gut,
Und dann möchte ich das Wort übergeben an Johanna Kehr, unsere Studienfachberaterin. Bitte. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Zumindest meine Stimme kennen Sie wahrscheinlich schon aus den Einführungsvideos, jetzt auch nochmal live und in Farbe. Genau, ich habe die Stelle der Studienberatung und der geschäftsführenden Assistenz hier am Institut für Germanistik inne. Und immer wenn es Fragen rund ums Studium gibt, also rund ums Germanistikstudium, muss ich dazu sagen, können Sie sich gerne an mich wenden. Aus bekannten Gründen wird die Sprechstunde bis auf Weiteres erstmal telefonisch sein. Hier wäre auch denkbar, dass wir uns noch in irgendeinem Videoformat treffen. Bisher war das nicht so sehr gefragt. Deswegen ist es jetzt erstmal telefonisch, aber das kann man auch nochmal ändern. In Einzelfällen wird man sich sicher auch mal zu zweit in Präsenz treffen, aber wie gesagt, erstmal telefonisch. Sie müssten sich bitte anmelden für diese Sprechstunde, wenn Sie sich dann hier ein bisschen sortiert haben über Opal. In der ersten Woche verlange ich das aber nicht. Hier können Sie mich auch einfach telefonisch erreichen. Die Termine sind hier angegeben. Genau, und dann würde ich sagen, wir beenden dann die Aufnahme, oder? Mhm. Genau. Ja, dann hätten Sie auch jetzt gleich schon die Möglichkeit, noch Fragen der Anwesenden oder wenn es um studienorganisatorische Fragen geht, insbesondere dann an mich zu stellen.